5. Januar 2021. Das rätselhafte Objekt, um das es in diesem Video geht, siehst du als Endlosschleife im Hintergrund. Aufgenommen wurde das Video von einem gewissen Herrn Rezia. Als Dennis Rezia sich den großen galaktischen Sternennebel M42, im Feuerschwert des kosmischen Orion, vorstellte, bemerkte er eine ganze Reihe sogenannter Starlink-Satelliten, von denen er vermutet, dass sie alle seine Aufnahmen durchlaufen. Obwohl Dennis auch sagt, dass es sich um eine ganze Reihe von Starlink-Satelliten handeln könnte, ist er sich nach Sichtung seiner merkwürdigen Aufnahmen nicht mehr komplett sicher, da er sich berechtigterweise auch fragt, ob es ein UFO gewesen sein könnte. Starlink ist ein vom US-Raumfahrtunternehmen SpaceX unter Elon Musk betriebenes Satellitennetzwerk, das künftig weltweiten Internetzugang, auch in abgelegenen Teilen der Erde bieten soll. Es ist nicht das erste Mal, dass so große Objekte in der Nähe des Orionnebels beobachtet wurden. Daher ist es durchaus möglich, dass es sich bei diesem Objekt eher um ein interstellares bzw. extraterrestrisches Fahrzeug, als um Starlink-Satelliten handelt, die ja in einer wesentlich niedrigen Umlaufbahn fliegen. Was denkst du, stellt dieses geheimnisvolle Ding dar? Ist es ein Raumschiff von Außerirdischen? Oder ist es ein menschliches Objekt aus dem streng geheimen Raumfahrtprogramm der Illuminaten? Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten: merkwürdig. Aber so steht es geschrieben.